Die Kulturwelle Wallersee präsentierte am Samstag wieder ein besonderes Schmankerl. Erwin Steinhauer gab gemeinsam mit den oberösterreichischen Konzertschrammeln sein neues Programm »Das Glück ist ein Vogel« zum Besten. Im Festsaal der Gemeinde Neumarkt konnten sich über 200 Besucher davon überzeugen, dass der beliebte Schauspieler durchaus auch ein guter Sänger ist. Peter Kielmeier, ich bin sehr glücklich, dass Sie heute hier mit mir in Neumarkt am Wallersee dieses wunderbare Programm »Das Glück ist ein Vogel« den staunenden Neumarktern präsentieren. Was sagen Sie zu diesem wunderbaren Veranstaltungssaal? Dankeschön, Herr Kielmeier. Also wollten Sie was sagen? Ich bin sehr ergriffen, dass wir hier in dieser Halle dieses Stück »Das Glück ist ein Vogel« aufführen dürfen. Mit Ihnen, Herr Kammerschauspieler. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Morgen machen wir weiter. Kulturwelle Wallersee, ihr bringt ja eigentlich immer wieder ganz coole Künstler da nach Neumarkt. Ja, also wir versuchen es zumindest. Also das war unser Ziel, eben immer ein bisschen was Besonderes nach Neumarkt zu bringen. Vielleicht das, was man sonst wo nicht so oft sehen und hören kann. Das haben wir jetzt in den letzten 4 Jahren versucht, so zu gestalten. Und das werden wir weiterhin auch so versuchen. Ja, I'm in the world. Jetzt habe ich Sie schon öfters im Fernsehen bewundern dürfen, auf der Bühne. Singen habe ich Sie nicht gehört. Ich habe das sehr lange, viele, viele Jahre gemacht in meiner Kabarettzeit. Ich habe ja von 1974 bis 1992 Kabarett gespielt und die Hälfte meiner Kabarettprogramme, ganz alte Leute, die so alt sind wie ich, werden sich vielleicht daran erinnern können, die Hälfte war immer rein musikalisch. Ich bin dann durchs Theater ein bisschen von der Musik weggekommen. Und jetzt im hohen Alter holt mich die Musik wieder ein und ich bin ganz glücklich und beseelt davon. Also sozusagen wieder Back to the Roots. Ganz genau. Erwin Steinhauer, da jetzt den Neumarkt, wie gefällt Ihnen das Programm? Ja, das gefällt mir sehr gut. Es ist einmal interessant, so einen Star live zu sehen und natürlich auch, wie der das interpretiert, diese schauspielerische Leistung, das gefällt mir sehr gut. Ja, wie erwartet, sehr speziell. Ja, speziell gut, oder? Ja, speziell gut, ja. Ja, ich sehe ihn ja oft im Fernsehen. Wollte ihn einmal persönlich kennenlernen. Ja, mir gefällt es gut, ich finde es witzig, passt. Ich finde den Mars sehr sympathisch, er hat super Schmäh und das Wernerische mag ich einfach. Kennt ihr ihn eigentlich vom Fernsehen her oder schaut ihr normalerweise Filme mit ihm eigentlich nicht so an? Ja, nein, ich kenne ihn schon vom Fernsehen. Vor allem durch meine Mom mit der Sonne entgegen und so Sachen. Und du? Ich kenne ihn vom Fernsehen, ja. Abgesehen davon, dass ich mich mit dem Steinhauer sehr gut verstehe, ist er außerordentlich gut. Besser als ich. Und beim Singen? Nein, wunderbar. Also es ist ein sehr, sehr schönes Aroma. Die Stimme ist so schön angenehm, sanft und die Texte sind so schön, die ich zum großen Teil selber kenne. Das gehört zu uns einfach. Aber er macht es außerordentlich gut. Der schönste Platz auf Erden sein.